Das ist echt ärgerlich. Nun gut. Also nochmal, dass ich nicht versuche mal. Achso, ich glaube, mit Blitzzauber ist er generell nicht so mobil. Dass man den noch nicht halten kann. So, hier. Hey, Junge! Du kannst mich nicht anspringen, das geht nicht. Ich glaube, der ist hinüber. Oder nee, doch nicht, schade. Einer weniger. Okay, muss ich jetzt wahrscheinlich einmal kurz um. Ah, um den Block laufen ist ganz schlecht. Weil laufen kostet mir leider Ausdauern. Ja, das muss ich mal in Ruhe. Und Ausdauer brauche ich ja, um hier Leute an die Wand zu pinnen. Aber da, das ist aber. Das ist eigentlich ganz günstig, wenn die jetzt hier so. Oh nein. Coole, renn noch mal. Ja, da ist noch eine Wand. Perfekt. Na, Junge, jetzt. Nein! Wie kann er denn, bitteschön? Oh, ich kann doch Gegner auch nicht unterbrechen, wenn die mich treten. Also zumindest die Orks konnte ich nicht unterbrechen. Die waren wahrscheinlich groß und schwer, das ging nicht. Aber der letzte wieder. Wieder der letzte verfickte Ghoul, weil die 30 Schaden pro Schlag machen. Also man hat einfach zu wenig Lebenspunkte in diesem Spiel. Hardcore hin oder her. Das ist. Das hat nichts mehr mit Hardcore zu tun. Das ist einfach nur noch dämliches Arcade rumballern. Das so lange machen, bis man irgendwann mal gewonnen hat. Ich meine, es ist ja nicht so, dass es hier irgendwie eine überlegene Spieltaktik gibt, mit der man. Mit dem man dem Problem hier begegnen kann. Nein! Man, es ist pures Glück eigentlich mehr oder weniger, weil es ist für mich nicht so ganz nachvollziehbar, wann ein Gegner mich treffen kann und wann nicht. Weil teilweise treffen die aus. Oh, warum bist du denn nicht mitgekommen, du Idiot? Oh, Mann, ist. Nein! Oh, oh, oh. Oh, ihr habt so ein Untalent, daneben zu fallen. Oh. Ich renne jetzt einfach. Nee, ich kann nicht weiter rennen. Warum denn eigentlich nicht? Oh, das geht ja auch. Kann ich hier denn ewig blocken, oder? Kann der über meinen. Nee, einer schafft es anscheinend nicht. Na gut, denn. Ja, genau! Ja, lass mich doch! Da! Was ist denn das? Immer der letzte verdammte Ghoul! Ich meine, es ist ja nicht so, dass der erste mich unhaut oder wenn es drei Stück in der Horde sind. Nein, das ist ein verfickter Ghoul, den ich auf einmal nicht mehr blocken kann. Oh. Also, die Orks waren ja. Die waren wesentlich so schnell unterwegs. Also, die Ghule und diese komischen schwarzen Ritter da, die so urschnell laufen können. Das sind, glaube ich, meine absoluten Hassgegner in diesem Spiel. Warte mal, ich könnte es ja auch mal mit einer innovativen Methode ausprobieren. Wo sind denn alle vier? Also, das ist ein bisschen lächerlich für einen Zauberspruch, der halt ganz unten im Skillbaum ist, macht das Ding hier absolut keinen Schaden. Also, ich glaube, es ist gerade ein Ghoul verreckt, wenn ich das richtig gesehen habe. Und mit diesem Ding hier, wie auch immer der heißt, der Feuerblitz, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Okay, ja, ist einer verbrannt, ja, genau. Oh ne, eigentlich muss zwei verbrannt sein. Also was ich gerade sagen würde, mit diesem Feuerblitz kann ich mit 5 Schuss oder wie viel auch immer, was auf jeden Fall nur 4 Mana pro Schuss kostet, es sind tatsächlich 2 Stück verbrannt. Ich bin ja hellauf begeistert. Kann ich garantiert einen Ghoul töten, wenn ich sogar 2, wenn sie günstig stehen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass das Ding irgendwann in Enrage geht und dann garantiert tötet. Was bei diesem komischen Feuerhalten-Teil halt irgendwie nicht der Fall ist. Ist das nicht. Oh, warte mal, mir fehlt gerade ein. Kommt doch, kommt doch. Oh, der erste ist hinüber. Vor. Mich macht Feuer nämlich deutlich weniger Schaden als dem Viecher, ne? Endlich. Das ist sowas. Ich glaube, das ist vielleicht der Moment, wo. Der Teil, wo man vielleicht doch ein bisschen von Skill reden kann, dass man auf so eine tolle Idee kommt, die Leute da ins Feuer zu locken. Wie komme ich jetzt. Hier eigentlich weiter, wollte ich gerade fragen, aber das hat sich dann auch erledigt. Die haben wir den immer vollen Köcher nicht gefunden, hätte man jetzt das Bogenschütze echt ein Problem. So. Mal sehen, ob wir diesen Abschnitt laden können. Doch, sieht's gut aus. Warten wir doch einmal ab. Aber eigentlich stürzt er meistens sofort. Nee, okay, ist abgestürzt. Ja, warum nicht? Tolles Spiel. Super programmiert. Sehr gut, sehr stabil. Das ist übrigens aber doch relativ krass, wie spät im Spiel mir doch erst auffällt, dass den höchsten Schwierigkeitsgrad zu nehmen vielleicht nicht unbedingt die beste Idee war. Gewandung des Meisterdiebs, aber die hatte ich doch schon, oder? Ja. Ich hätte lieber mal ein paar Magierklamotten. Blitzschild habe ich auch noch nicht. Okay, aber ich würde es gerne haben, aber ich habe auch nichts, was ich ablegen kann. Nee, ich im Inventar zu machen. Ich habe noch einen Kettenpanzer, den ich nicht brauchen kann, weil der macht zwar Zierigkeit plus 1, aber ich glaube sogar meine Magierruhe macht. Ja, Rüstungsgrad 2 hat das Ding auch. Dann nehmen wir noch das Blitzschild mit.
Was übrigens auch toll ist, das seht ihr zwar nicht, aber von der... Hä, warum kann ich denn immer noch diesen Bären so fahren? Verbrauche ich denn mal Vorräte? Wenn die Mahlzeiten halt... Was ist denn hier? Ach, ein Trank. Wo leider kein Mana-Trank drin ist. Ist sehr ärgerlich. Aber da ist Mana-Trank drin, sehr schön. Von der reinen Projektdateien her werde ich jetzt lauter kleine Dateien haben. Das regt mich persönlich ein bisschen auf. Ich meine, ich muss die ja auch nur alle reinschieben, aber trotzdem, das ist ja wie in alten Fraps 4 GB Zeiten. Was stampft denn da schon wieder rum? Das hat so irgendwie so... Ach, eine Leiche. Hallo. Ist das nicht mein bester Kumpel? War das nicht hier... Oh nein, warum kann er denn das? Oh, ich hasse ihn. Okay. Was mir gerade auffällt, ich habe erheblich mehr Reichweite, als ich mal dachte. Also... Übrigens sterbe ich gerade am Gift. Hervorragend. Ah, es hört doch irgendwann mal auf. Das ist ja schön. Na, dann heilen wir uns mal eben hoch. Was, nicht genug Mana, um diesen Zauber zu wirken? Was ist da hinten? Ich hab 120 Mana. Boah, nee, oder? Oh, diese... Oh nein, er fängt das gleich mit Giftatem an. Ich sehe es einfach nur. Machen wir das jetzt am schönsten. Erstmal mit dem Blitz durch. Ich glaube... Das hat am meisten Erfolg. Na, und. Also, solange diese Zombies nur einzeln sind und vor allen Dingen noch ein bisschen frischer, das ist alles gar kein Problem. Also. Ich muss das sagen, oder? Aber warte mal, ich habe hier gerade sowieso gerade einen Blitzzauber bereit. Oh, welch Glücksfall. Ich glaube, ich schaffe es nicht, die alle zu finishen, bevor die wieder aufstehen. Lästige Arbeit. Ich habe zwei Dolch. Oh. Oh, der hat mir keinen Schaden gemacht. Ich bin ja hellauf begeistert. Oh, diese Blitzdolche sind wirklich die beste Waffe, weil irgendwie alle Wesen scheinbar gegen Elektro anfällig sind. Oh, ach, hier kann ich rein. Oh, wie schön. Das geht auch ein bisschen aufs Gemüt, wenn das Spiel die ganze Zeit abstürzt und irgendwie man sich nicht nur mit den Schwierigkeiten des Spiels an sich rumärgern muss, sondern auch irgendwie noch mit technischen Problemen. Das ist... Ich meine, es könnte auch ein bisschen daran liegen, dass das Spiel relativ alt ist und... Wer war sie denn? Dass das Spiel relativ alt war, oder ist, und auf modernen PCs das hat nicht mehr so ganz funktioniert. Hätte der Entwickler das sauber gebaut, wäre das wahrscheinlich auch nicht der Fall. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass es früher so oft abgestürzt ist. Ein Teil davon dürfte auch an Aufnehmen liegen, obwohl eigentlich die wenigsten Spiele durchs Aufnehmen mehr oder weniger abstürzen, sondern eigentlich ist es meistens unbeeinflusst. Aber trotzdem ist es außerordentlich ärgerlich und ich habe jetzt auch schlecht Kopfschmerzen nachher. Und ich hoffe, diese hässliche Stadt hört einfach mal auf, weil dann hören nämlich... Was? Missionsziel? Ach, Percy lebt also noch, der sah nur so aus wie... Hallo, Percy. Ihr habt es hierher geschafft. Mal sehen, ob ich euch hineinbringen kann. Ja. Ich speichere mal ab. Aber Percy hat keine Lebenspunktebalken, das heißt, ich gehe einfach mal auf den... Ach nee, warte mal, wenn er hasst oder euch oder stirbt, verdammt. Ich wollte gerade noch anfangen. Seht ihr das Gitter? Ich öffne es für euch, sobald der Wasserspiegel hoch genug gestiegen ist. Dann lasse ich jetzt das Wasser laufen. Lass ich? Das geht doch sicherlich schief. Ja, wahrscheinlich gleich Osteransturm. Meine Heiltränke müssten langsam mal... Oha. Ich mache jetzt aber das Gitter auf, nicht das Wasser. Naja. Ich kann nichts machen, bis ihr das Ventil aufgedreht habt. Es ist weiter die Treppe hinauf. Ach, schalamt. Ich dachte, ich kann das einfach selber aufdrehen, damit ein lustiger Trickshot da... Was ist das denn jetzt für ein hässliches Ding? Oh Gott. Für einen Moment habe ich befürchtet, dass ich das nicht mehr wegschieben kann. Oh, ich habe einen geheimen Bereich entdeckt. In dem leider doch ein Mana-Trank ist. Und ein Lebenstrank. Was haben wir hier noch Schönes? Telekinese. Wer will eine Telekinese können? Das braucht man echt nie. Ich habe bis jetzt noch keinen Einsatzzweck für Telekinese. Hey, wo ist denn hier das olle Steuerrad? Weiter die Treppe rauf, hat er doch gesagt. Für den Wasserspiegel. Hä? Hä? Ja. Also. Ich bin gerade ein wenig überfragt. Wo ich denn jetzt geht nochmal zu auf die Tür. Wo ich jetzt eigentlich hin soll. Oder. Es ist das Ventil da drüben.
Ihr müsst es drehen, um es zu öffnen. Ach, hier. Sobald das Wasser läuft, öffne ich das Gitter, dann könnt ihr hinein. Na super, ich habe auch gerade keine Aufladung auf Enrage. Das heißt, die Priester da vorne könnten unter Umständen ein Problem werden. Ach, der hat ja so einen lustigen Ritter auch noch dabei. Na, ich hoffe, ich... Ah, nein, er hat nicht nur einen Ritter dabei, er hat mehrere Ritter dabei. Ja, einen habe ich dabei. Ach, sind, glaube ich, nur normale Ritter und nicht so eine... Nicht keine Krieger der Heiligen irgendwas. Oh. Oh, Y? Y? Nee. Geht ein in den großen Frieden. Ja, großer Frieden als Dämon. Ganz schön. Müsste ich nicht eigentlich als Dämon sowieso wieder auferstehen, wenn ich da sterbe? Ich meine, ist ja jetzt nicht so... So, eigentlich würde ich ja den Priester viel lieber töten. Oh, das war zu viel. Nein, jetzt habe ich das Enrage auf die sowieso schon toten Gegner verbraucht. Ja, mein Dasein jetzt... Was?! Also, mir war so, als hätte ich gerade in den Augenblick gesehen, dass ich noch wie 40 Lebenspunkte hatte. Das sollte ja eigentlich ausreichen, um einen so dummen Feuerball wegzustecken, oder? Oh, nee. Eigentlich würde ich auch den Priester viel lieber sofort töten, als... So, jetzt habe ich auch noch 60 Lebenspunkte. Alter, so eine hässliche... Oh, was ist das denn?! Oh, nee, oder? Oh, jetzt bin ich auch noch vergiftet. Oh Gott, Gule. Achso, Percy rennt hier noch rum, ne? Der sollte vielleicht besser nicht sterben. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Mal ernsthaft. Was soll denn das? So viele Gule. Ich spiele Magier. Ich kann die nicht besiegen. Lieber nicht im normalen Kampf. Ich brauche eine Wand dafür. Die auch meine Verteidigung durchbringen kann. Und zwar richtig, nicht nur so mädchenmäßig. Oh, jetzt kommen die anderen Idioten ja auch noch. Oh, ja, jetzt blockt mich auch noch. Oh, 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 oh. Oh. Na gut. Ja. Vielleicht kann ich den Magier irgendwie dazu bringen, seine Gule zu töten, aber... Oh, ey, das ist echt... Es ist so dumm. Mal ernsthaft. Das Spiel hat einen eigenen Magie-Tech-Tree und es ist nicht möglich, die anderen Fähigkeiten auch noch auszuleveln, wenn man Magie gemacht hat. Das heißt, das Spiel sollte durchaus als Magier durchzuspielen sein. Ist es aber leider nicht! Weil wenn man nicht an jeder Ecke irgendwie doch noch irgendwie schummelt, die Leute runtertritt oder die Umgebung benutzt, wenn man da ein bisschen in die Ecke drückt, das hat man verloren. Warte mal. Oh, Gott sei Dank, ich hab die nicht getroffen. Oder Ascher sei Dank, oder wie auch immer mein Vater hier heißt. Nee, Ascher war der siebte Drache. So. Ach, da oben kommen sie ja schon. Aber... Ach, hinter mir kommen sie auch noch. Das ist ja wunderschön. Aber ich habe einen kreativen Ansatz. Oh, block mich doch mal nicht alle. Ja, block noch mehr. Diese Blocker-Noobs. Also hier steht ja so, so eine wunderschöne Vierkantsäule rum. Oh, die ist ja wie geschaffen dazu, zum Gule töten. Oh, Mann, jetzt... Oh. Die blocken halt auch mal so duft, die Gule. Oh, lass mich doch mal dich treten. Hallo. Oh, da kommt auch schon wieder einer von der Wand runter. Es wird auch nicht... Oh, 30 Schaden. So, die Seite ist noch gut. Ich habe ihn im Sprung getroffen. Also ich habe ihn im Sprung nicht getroffen. Das war jetzt eher der Kritikpunkt, weil... Hallo, ich würde ja gerne mal einen von euch treffen, aber ihr springt ja doof rum. Und das ist anscheinend nicht möglich, Gule wegzutreten, wenn sie springen. Ja, jetzt ist es 2. Ich würde so viel. Was? Warum sind es schon wieder 3? Oh, 2. Nein. Ich würde sowieso wieder der letzte töten. Da! Ah! Ich hatte 60 Lebenspunkte! Ich sagte es gerade schon, doch der letzte Gule wird mich töten. Was ist denn das bitte schon für eine Unlogik? Ich hab doch gar nicht. Ich hab doch zwischendurch gespeichert. Wie konnte das denn bitte schon jetzt passieren? Ja, du stehst gut. So, sehr gut. So. Ah!
Oh! Ist so unfair! Also wenn ich nicht am Rumschreien bin, dann bin ich am Rumheulen. Obwohl ich kann eigentlich gar nicht weinen. Also ich bin eher so gespielt traurig. Ich versuche mal was anderes. Das wird glaube ich auch nicht klappen und wird mich viel mehr Mana kosten als das andere. Ja, es ging eigentlich, hat 50 Mana gekostet. Ich speichere mal kurz ab. Ich warte mal, bis die komplette Ghoul-Horde da ist und versuche dann irgendwie... Ach, da hinten ist das Steuerrad, das ist ja schön. Versuche die dann irgendwie mal an der Engstelle alle abzufackeln. Sind jetzt alle da? Ne, es sind nur drei. Was ist denn der Rest? Ach, egal. Ich meine, die können mich halt durchs Feuer angreifen, das ist irgendwie ein Problem. Oh, mein Mana ist alle. Das ist ja schön. Top Tower auf jeden Fall. Gut. Das kostete mich einen weiteren Mana-Trank. Ich meine, damit ist ja auch noch nicht gesagt, dass man Ruhe hat und dass alle Ghule wechseln, ne? Ach, das ist schon wieder so ein Unwegtretbar, oder was? Woran sich das festmacht, ob man Ghule wegtreten kann oder nicht, ist mir auch nicht ganz klar. Ich speichere jetzt einfach mal ab, weil einfach Ghule die dumme Angewohnheit haben, mich immer zu töten, wenn sie nur noch einer sind. Das wäre irgendwie irgendwo im Spiel programmiert, ey. Wenn Ghoul kleiner ist als zwei. Beeil dich, Arant ist vielleicht schon drin. Wenn Ghoul kleiner ist als zwei, dann Schaden mal 50. Oh Gott, wie hoch der ist. Aber man rastet das ein. Wie schön. Oh, das ist auf jeden Fall die Aufnahme. Obwohl, bei den Ghoulen, bei den Zombies unten im Keller habe ich, glaube ich, mehr geraged als in dieser Folge. So. Ich verrät mich doch, das sehe ich doch. Das ist doch keine ehrliche Seele. Ja, mach doch. Fang an. Ich würde mich da gleich mit dem schweren Tor töten. Das ist sein Plan. Das sehe ich doch. Haha, ausgetrickst. Er hat mich nicht getötet. Hahaha. Sein Plan ist fehlgeschlagen. Und ach, wir haben gleich eine Ladepause. Ich speichere mal. Ich meine, es ist ja recht wahrscheinlich, dass das Spiel abstürzen wird. Okay, wir haben keine Ladepause. Wir haben eine Ladepause. Whee! Was sag ich? Oh, Spiel ist abgestürzt, aber ich habe die Schnauze voll. Oh, Drecksspiel. Ganz ehrlich. Das Spiel an sich ist gut, aber die Programmierung ist einfach nur Mist.